Gut, ich wollte noch einen kurzen Vortrag dazwischen schieben. Und zwar geht es um das Mini-Moody-Projekt. Das hatte ich entworfen, um für diesen Ads-Vortrag den Leuten, die jetzt kein eigenes Projekt haben, ein bisschen was an die Hand zu geben. Das heißt, es ist eine kleine Platine zum selber ätzen und gleichzeitig auch eine Übung für diejenigen, die bislang noch nicht SMD gelötet haben, mal so die wesentlichen SMD-Bauformen kennenzulernen und eine eigene kleine Schaltung zusammenzulöten. Die Eigenschaften von dem Mini-Poly-Projekt sind, es sind nur rund etwa 20 Bauteile. Es sind die gängigsten SMD-Bauformen dabei, also die Widerstandsbauform 1206 und 805. Das ist so die Größe, die man auch von Hand noch gut auflöten kann. Und es sind 18 bzw. 20-poliges ICs dabei. Im 20. Zoll-Raster. Das ist also auch etwas, was man auch von Hand noch sehr gut verarbeiten kann. Platine kann selbst hergestellt werden. Das war eben ein Ziel für den Ads-Workshop morgen. Das Ergebnis ist eine kleine Moodlamp, also jetzt nicht so was Sensationelles wie hier die Moodlamp, sondern einfach ein Demonstrator. Aber es hat eben Potenzial, man kann es also nach eigenen Wünschen auch noch modifizieren. Voraussetzung zum SMD-Löten ist eigentlich nicht viel, man muss eben das Tüfteln mit kleinen Dingen mögen, dementsprechend ruhige Hand und ein gutes Auge haben und man sollte Löterfahrung haben. Es ist also nichts für denjenigen, der noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt hat, sondern man sollte ein paar Bausätze gelötet haben und wissen, was weiß ich, wann Blödsinn flüssig wird und wie man damit umgeht. Ausrüstung zum SMD-Löten braucht man einen Lötkolben mit entsprechend feiner Spitze. Das sollte also mindestens wie so ein Bleistift ungefähr sein. Also vielleicht so ein Millimeter oder auch etwas spitzer, wenn man mag. Dann wichtig ist eine Pinzette, um die Bauteile festzuhalten. SMD-Lötzinn, so üblicherweise in der Stärke 0,8 oder 0,5 mm. Entlötlitze ist auch sehr hilfreich, wenn man mal Kurzschlüsse fabriziert hat. Das ist also nicht weiter tragisch. Mit der Entlötlitze kann man das sehr gut wieder raussaugen und somit die Schaltung noch funktionsfähig machen. Außerdem sollte man einen gut beleuchteten Arbeitsplatz haben und den einigermaßen aufgeräumt, denn die Bauteile sind sonst ganz schnell verloren gegangen. Optional ist für den einen oder anderen vielleicht auch eine Lupe interessant. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Also es gibt Leute, die löten gerne unter der Lupe. Ich persönlich löte lieber so mit bloßem Auge, weil ich da nicht so ein Hindernis zwischen mir und der Schaltung habe. Die Schaltung vom Mini-Moody ist auch recht simpel gehalten. Ein kleiner Controller. Es gibt einen ISP-Port, dass man seine eigene Software drauf flashen kann, wenn man das verändern möchte. Stromversorgung geschieht mit 5 Volt Gleichspannung über ein USB-Kabel. Und das Besondere bei dieser Moodlamp ist, sie hat nicht eine, sondern zwei RGB-LEDs. Hey. Der Hintergedanke dabei war, dass so die normalen Moodlamps, die schaffen es eben so in der Zeit Farbverläufe darzustellen. Aber für ein Raumzeitlabor braucht man natürlich einen raumzeitlichen Farbverlauf. Deshalb zwei LEDs, dann kann ich eben auch einen räumlichen Gradienten produzieren. Double the awesome. Ja, danke. Das heißt, ich habe hier also eine 6-Kanal PWM implementiert. Die Moodlamp wird über 3 Taster angesteuert. Hat eine serielle Schnittstelle, dass man auch eigene Software entwickeln kann. Für die Leute, die jetzt den Controller nicht unbedingt umprogrammieren wollen, die können die vom PC aus steuern. Und die ganzen Unterlagen dazu sind, also Schaltplan, ist als Design-Spark-Dokument im Wiki vorhanden. Das heißt, da kann man den Schaltplan sich gleich hernehmen und dann selbst das umbasteln. Die Platine ist sehr kompakt, 5x5 cm. Sie ist komplett einseitig, das heißt sehr leicht zu ätzen, enthält keine Drahtbrücken, da hat man kein Gefummel mit. Es sind nur etwa 20 Bohrlöcher, das ist relativ schnell zu bohren. Bestückungsplan dient als Bauanleitung und eine Belichtungsvorlage gibt es auch im Wiki, dass man sich das auf Folie drucken und dann die Platine selbst belichten kann. So sieht die Platine vom Prototypen aus. Und die Bedienung ist recht simpel gehalten. Es sind inzwischen insgesamt 15 Lichtsequenzen, habe ich mal reinprogrammiert, so nach eigenem Gusto. Die kann ich mit Up- und Down-Tasten, kann ich das Programm auswählen.
Die dritte Taste in der Geschwindigkeitswahl. Wenn ich da drauf drücke, kann ich also die Geschwindigkeit erhöhen. Und meine Vorliebe war es eigentlich, so ein bisschen ruhigere Lichtmotive zu machen. Also nicht immer so ein Rumgeblinke, sondern vielleicht Verläufe, die ein bisschen langsamer so ineinander fließen. Nach 30 Sekunden wird Programm und Geschwindigkeitseinstellung automatisch gespeichert, damit es auch nach dem Wiedereinschalten vorhanden ist. Und man kann eben über das serielle Interface kann man die 6 Kanäle direkt setzen. Das geschieht dann so, es ist also einfach über ein Terminal-Programm, kann man es ansteuern. Und das Protokoll ist recht simpel, ich gebe ein Kommando vor, was den Kanal wählt, das ist eben RGB in kleingeschrieben für die erste LED, beziehungsweise großgeschrieben für die zweite. Und dahinter als Zahlenparameter von 0 bis 127 die Helligkeit. Das Ganze schließt sich mit Return ab und dann wird es direkt gesetzt. Als zusätzliches Kommando kann ich dann noch mit X die Handprogrammierung wieder unterbrechen und dann läuft das automatische Programm, was eingestellt war, nudelt das wieder durch. Dann gibt es eine Menge Ideen, so wie man es noch erweitern könnte. Zum einen ist es schon so konzipiert, dass man statt der 2 aufgelöteten LEDs auch mit einer höheren Betriebsspannung LED-Stripes anschließen könnte. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Lichtintensität. Es wäre denkbar, dass man diesen Schaltplan hernimmt und Leistungstransistoren einbaut, um 3 Watt LEDs anzusteuern. Was sich auch anbietet, das ist mir dann eben hinterher so aufgegangen, dass natürlich, wenn ich schon über USB mit Strom versorge, dann würde es eigentlich Sinn machen, auch die serielle Schnittstelle durch eine USB-Schnittstelle zu ersetzen. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht auch in Angriff nehme. Oder man kann auch auf der Software-Seite an das Ding rangehen und über das serielle Interface dann über eine eigene Software Lichtmuster generieren. Oder wer eben mehr so mechanisch was machen möchte, könnte das noch in ein originelles Gehäuse packen. So sieht der Prototyp aus. Und hier vorne habe ich den mal mitgebracht. Jetzt meinen USB-Port finde. Das ist also das kleine Lämpchen, kann man sich jederzeit überall in der Bibliothek, im Hörsaal, zu Hause, beim Abendessen daneben stellen und kann sich also sicher sein, dass alle Augen auf einen gerichtet sind. Und morgen haben wir dann die Gelegenheit, das zu basteln. Okay.